Hallo Leute und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge hier in War Thunder. Diesmal wieder mit einem Vorschlag, nämlich von Nahkampf Hugo in den Kommentaren, dass wir mit dem T3457 jetzt diesmal spielen sollen. Danke für den Vorschlag und für den Kommentar, Nahkampf Hugo. Wir haben im vorigen Video eben, was ich glaube vor zwei Tagen oder so war, da haben wir mit dem T34-1940 gespielt, den ja, Standard-T34, den man ganz am Anfang bekommt. Bekommt man als erstes. Eigentlich auch ein ziemlich lustiges Ding, hat halt wenig Durchschlag, aber für das BR reicht es komplett, für das Battle Rating. Aber wir spielen heute das Ding, eine sehr dünne Kanone, 5,7 cm, aber dafür hat die einen ziemlichen Punch. 145 mm Durchschlag. Mit 27 Gramm ist ja nicht ziemlich viel für den Kaliber, würde ich jetzt mal sagen. Aber bevor wir in die Runde mit dem reingehen, ich habe da auch ein ziemlich lustiges Deck, also den SUN100Y, der richtig lustig ist, habe ich auch reingepackt. Vielleicht spielen wir auch mit dem oder so. Zuerst mal Dragon Boxes noch aufmachen. Ich weiß, sie sind komplett unnötig, ich sag's nur dazu, für euch, dass ihr es wisst, macht nicht viele davon auf. Also ich habe den Fehler schon einmal gemacht, ich glaube vorheriges Jahr oder so. Ihr bekommt nichts raus. Ihr bekommt nur Dreck raus und macht ein fettes Minusgeschäft. Aber ich mache jetzt zwei auf. Schauen wir mal, was ich rausbekomme. Da haben wir sie. Ja, eine mal. Und ein Excelsior wäre cool, oder? War das? Oder ein Blackprint? Nee, Excelsior, glaube ich. Okay, einen Booster. Naja. Schauen wir, was wir noch rausbekommen. Wenigstens einen Skin oder so, okay, nur Dreck. Man sieht's. Ja, okay, den kann ich sogar brauchen, aber den kann ich sogar echt gut gebrauchen, den Gutschein jetzt. Ja, aber für das ist es nicht wert. Ganz ehrlich, für 60.000, oder? Ja, ist es jetzt nicht wert. Ihr bekommt da nichts raus. Klickt mal auf Schlacht suchen, aber normalerweise sollten wir gleich eine finden, oder? Oder verschreie ich's wieder? Ja, da sind wir in der Map. Ich werde es mir, glaube ich, angewöhnen, dass ich immer wieder einen Cut mache, eben vor dem Match, falls eben, ja, das Match einfach kacke sein sollte, dass ich nicht einfach dann irgendwas dumm herumschneiden muss. Ich glaube, ja, egal. Ihr werdet den Cut hier nur sehen, also nur ein bisschen, somit, ja, Wurst. Da haben wir noch einen T-34, aber ich glaube, ist das ein Premium-Panzer? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich würde jetzt mal drauf tippen, ja. Aber ich weiß es nicht. Weil vom BR, Battle Rating her, ja, es ist schon ein Abtier. Ich glaube, ein Sherman Firefly wird wahrscheinlich hier auf 5. Boah. Kurz Kowalski und Kowalski raus. Ja, ich bin jetzt auch bei dem Meme angekommen. Es ist jetzt auch in meinem Oberstübchen angekommen, das Meme. Boah. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Premium-Panzer ist oder nicht. Auch Drecks egal. Ist in meinem Team, mir kann es so egal sein. Es ist, glaube ich, die, würde ich sagen, bessere Version von mir. Könnte man das behaupten? Ich weiß nicht. Der Turm ist zwar besser, aber hat halt auch einen fetten Weak-Spot, nämlich den Turmdrehkranz. Somit keinen Schimmer, ob der jetzt das Push. Kann er nicht durchschießen. Ah, okay, egal. Egal. Die Nachladezeit von dem Ding. 5,4 Sekunden. Ziemlich, ziemlich gut, würde ich mal sagen. Mit dem Ding kann man auch echt gut Tiger töten, ist das Ding. Also, das ist ein richtig guter Panzer eigentlich für sein BR. Muss man sagen. Was machst du da? Kommt der davon? Komm bitte. Ich hasse dich. Sorry, aber ich hasse dich bis aufs Blut. Was ist denn? Du bist so ein F. Ja, okay. Ich sage jetzt mal gar nichts mehr dazu. Sonst, ja, mag YouTube meine Videos nicht so. Das wollen wir ja nicht. Da ist ein Spot, aber überall diese Drecks. Bäume. Ich bin gerade. Oh! Hinter dem Felsen dahinter? Ich glaube schon.
Habe aber eher Schiss, dass da links irgendwas vielleicht ist. Das war kein M10, sondern ein M36, glaube ich. Also recht gefährlich, das Ding. Aber der lebt, glaube ich, ja noch. Also ich hätte nicht im Killfeed gesehen. Hätte ich nicht gesehen. Irgendwie weiß ich nicht, was ich tun soll, ganz ehrlich. Geht jetzt... Okay, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Oh, Mama mia. Mama mia. Das ist schlecht, das ist schlecht. Ich bin tot. Ja, das war genau die Frontplatte. Das war ein Millimeter. Genau in der Situation. Genau in dem Zeitpunkt fährt er rüber. Da, seht ihr das? Das ist ein Millimeter weiter links und der wäre tot, der Typ. Oh. Also das Spiel fuckt schon manchmal, muss man schon sagen, ein bisschen ab. Ich hau mal Arti drauf. Mache ich zwar nicht, ich benutze eigentlich nie Artillerie, aber es benutzt eh jeder somit. Ja. Ja, also irgendwie bin ich nicht mehr wirklich so abgefuckt, wenn ich dadurch sterbe, weil es benutzt jeder. Und ich meine, solange man das wirklich so schnell bekommt, man sieht es ja. 2 Minuten Nachladezeit, in Anführungszeichen eben. 2 Minuten kann man immer wieder Artillerie rausballern. Also da finde ich es in Arcade sogar besser, bin ich ehrlich. Wo man, ich glaube, 3-mal oder 2-mal AC raushauen kann, glaube ich, mit Cooldown oder so, und dann war's es. Dann war's es. Das ist auch, glaube ich, ein Sherman oder so. Firefly. Kann das sein? Könnte das sein? Irgendwas ist es. Das ging durch? Das Ding ist aber gefährlich. T14. Wundert mich gerade, dass ich überhaupt durchgekommen bin, ganz ehrlich. Das Ding ist echt gefährlich. Da, das meine ich. Ich weiß bis jetzt nicht, wo ich da durchkomme. Ich habe mich nie so mit dem... Okay, so geht's auch, okay. Irgendwie habe ich den Panzer stärker in Erinnerung. Obwohl, wir haben auch 145 mm, also... Und er war nach unten, also, wie soll ich sagen, war so nach unten geneigt und somit besser für uns. Der wird von hinten angeballert, aber, ja, muss er sich damit abfinden, glaube ich. Okay, da. Ich habe was vor mir, aber wenn ich jetzt rüberschaue... Aua. Ich könnte schwören, ich höre was links von mir oder so. Aber ich habe so gewusst. Wie? Warum? Oh, wenigstens. Immerhin. Irgendwie haben es meine Schüsse heute. Irgendwie. Irgendwas stimmt heute nicht. Ich meine, ich könnte wieder Artillerie jetzt rausballern. Wisst ihr was? Kommt. So. Weil ich halt auf C mal drauf. Da rechts war der Sherman. Schaut mir aber nicht so aus, als würde der noch irgendwie, ja, Interesse haben. Wir sind eh schon repariert. Das ist eine Bombe. Gut, gleich mal löschen, bevor ich jetzt irgendwie durch Munition abbrennen oder so sterbe. Der Typ, der hat es nicht überstanden. Aber seine Kanone schaut jetzt lustig aus. Immerhin hat er auch was davon. Das ist sehr nett. Das ist sehr gefährlich. Was bist du?
Ich glaube ein normaler M10, weil der hat keine Mündungsding. Ja. Wetten, das war der von... Ja, es war der von rechts, oder? Ja, war ja. Fett mit Büschen noch vorne drauf. Schön. So wie es sich gehört, oder? Ja, komm, spiel mir noch die Runde zu Ende, würde ich sagen. Schnell, oder? Ich hau mich noch in den SU mal kurz rein. Dauert zwar ein bisschen, bis wir mit dem Ding da sind, aber... Naja. Ich meine, das ist auch der riesige Vorteil von dem T3457. Man ist halt echt mobil auch mit dem Ding. Turmdrehgeschwindigkeit hoch, sehr mobil, Kanone gut, schnelle Nachladezeit, was will man mehr? Ja, die Panzerung vielleicht. Obwohl kann auch ziemlich abfucken für die Gegner, weil man hat ja gesehen, der Sherman irgendwie nicht durchgekommen. Weil die Frontplatte, ich glaube, der kommt nicht mal durch die Frontplatte normalerweise. Nur durch den Turm. Ich meine, ja, ein Tiger, der muss schon echt Pech haben, dass der nicht durchkommt, aber... Kommt der da lang? Ich riskiere es, komm, ich riskiere es. Tschüss. Okay, heute ist irgendwas falsch mit mir. Heute ist irgendwas. Ja. Ich glaube, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit lassen sollen beim Aimen. Weil das Ding ist, ich habe mit dem Ding jetzt einfach so, ihr wisst schon, gedacht, ja komm, irgendwie drauf zielen, abdrücken, fertig. Und es ist wieder so ein Push-Ding. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde dann gleich. Goldsteinbruch. Okay, so erste Map habe ich noch nie gesehen, dass die Map auf Deutsch so heißt, weil ich habe früher echt, echt lang auf Englisch gespielt. Was fliegt da lang? Was ist denn das für eine Frisbee-Scheibe? Ja, und es ist eigentlich immer so auf dem Battle-Rating, jeder spielt den Panzer. Also man sieht ja, 1, 2, okay, das sind insgesamt einfach die 34, aber... Ja, okay, nur einer. Nö, nee, das war jetzt ein echt beschissenes Beispiel, ganz ehrlich. Nur einer. Normalerweise sind da echt viel mehr unterwegs. T3457. Der Punkt wird eingenommen und ich werde jetzt mal was versuchen. Hier auf die Ecke. Vielleicht campt wer. Dann hat er eine nicht so erfreuliche Überraschung dann gleich. Ich glaube, ich sehe durch meine eigene Artillerie jetzt nichts. Okay, da geht einfach rein, der Typ. Der hat... Cojones. Das ist Stahl. Aius Maximus. Ja, hinter ihm. Ich versuche ihm zu helfen. Okay, ich brauche ihm nicht helfen. Wurde aber gerettet von dem M19. Da haben sich zwei gefunden eigentlich. Okay, hinter ihm. Kann da wohl ankommen, normalerweise schon. Tschüss. Mein Kill. Ein Premium Panzer 4. Ja, okay, da sehe ich nichts mehr. Will aber irgendwie nicht weiter rauspushen. Wo kommt die Leiche jetzt her? Habe ich da was gesehen? Ich glaube schon. Nö, ich bilde mir wieder Sachen ein. Wie immer. Wie immer. Wohin? Weg mal. Weg von der Artillerie, einfach weg. Okay, da sind Gegner. Okay, die räumen ein bisschen auf. Ich hoffe, dass sich mit der Zeit ausgeht, dass ich jetzt schnell darüber fahren kann. Bitte. Was? Meine Nachladezeit sollte schneller sein. Hinter mir, oder?
Keine Ahnung. Tschüss. Jetzt sollte ich weg. Gut, mal abregen ein bisschen. Kacke. Ich habe nämlich gedacht, dass da irgendwas vor mir jetzt gleich kommt, aber... Ich weiß es nicht. Ich bin die ganze Zeit zu leise, weil ich überlege, ob da was kommt, aber... Hm. Ich hätte jetzt gerne mal den hier weggemacht. Sehr gut. Ja, okay, da war wer. Habe ich voll übersehen. Weiß nicht, ob der jetzt erst gespawnt ist und da rausgekommen ist, aber keine Ahnung. Schön mit den Anime-Sticker noch drauf. Nehmen wir den KV1 mal. Bisschen weniger Muni vielleicht. Ja, komm. HI will ich nicht mal mit dem so wirklich mitnehmen. Hört sich zwar dumm an, ist es vielleicht auch, aber... Bei 8,3 Sekunden habe ich irgendwie keinen Bock, da noch Hochexplosivmunition danach zu laden immer. Weil, so wie ich meine Spiele kenne, ist es dann immer so, ich lade HE, dann stirbt der, mit dem ich den killen will, und dann kommt irgendwer raus, der richtig, also gepanzert ist, und ich komme da nicht mehr durch. Und da wäre es dann einfach gleich klüger gewesen, nichts zu wechseln. Drum, ich nehme eigentlich HE nur wirklich mit, wenn es, ja... Wenn es ein Panzer ist, der eine bessere Nachladezeit hat, wenigstens 6 Sekunden oder so. Oder halt eine fette HE ist. Wie zum Beispiel der IS-2. Ja, bei B ist jetzt tot. Wie viel Panzerung haben wir mit dem Ding eigentlich? 100 mm. Weiß nicht, ob aber diese... zusätzliche Panzerung da mit einberechnet ist. Irgendein Flugzeug oder... Oder? Ja, auch egal. Von wo? Von einem Chino 2, das kann gut von vorne sein eigentlich. Ich sehe dich. Ciao. Drüben. Ne, der ist auch tot. Unsere Flugzeuge räumen gerade richtig auf. Hier haben wir einen Spaß des Lebens. Ich glaube. Ja, okay, die Runde ist noch nicht zu Ende. Wenn wir siegen gerade ziemlich, aber. Ja, man sieht ja gerade. Gut. Ein Finne. Nee, das ist keiner mehr. Denkt mal nicht. Irgendwas stimmt mit den... Keine Ahnung, mit den ganzen Texturen nicht wirklich. Der Truck zum Beispiel auch. Weil jetzt eigentlich dieser Anbau, Aufbau oben sein sollen, aber der war nicht oben. Ich denke mal, die werden vielleicht von da lang kommen. Oder auch nicht. Da ist ein Saf irgendwo. Seht ihr es? Da ist ein Saf. Ich glaube, der kommt zu uns. Der wurde nämlich da getötet, der Typ. Von ihm, glaube ich. Das ist ein High Priority Target. Der Typ, der muss weg. Der muss weg und schnell. Und das sehr schnell. Ja, es war so klar, dass es ein Gegner ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich wegfahren soll, weil ich mir so dachte, ja, wird schon kein Gegner sein. Wird schon kein Gegner sein. Es war ein Gegner.
Ja, hätte mir aber wahrscheinlich auch nicht geholfen. Bis ich da weg war, ja, war die Bombe schon in mir drinnen. Reingeschoben. Der Sauf ist tot, glaube ich. Ja, eine Flak haben wir halt eh nicht. Soll ich bei C spawnen? Ja, ich mach das, komm. Irgendwie, die kommen, glaube ich, nicht drauf, dass sie vielleicht zu C fahren. Dumm, ja. Übernehme ich das halt. Jetzt ist er tot. Der hat nur mich weggetötet. Der hat nur mich weggebombt und wurde dann vom Flugzeug weggemacht. Komplett. Von den beiden. Der sowjetische P-63 und der amerikanische auch irgendwie lustig. Boah, ich hätte schon gedacht. Was war mein eigener Panzer? Das Geräusch? Ich hätte schon echt gedacht, das wäre jetzt ein Gegner da drüben. Also hinter der Wand da. Wenn ich jetzt stirb. Wenn ich jetzt sterbe und da war wirklich wer. Ja, irgendwie kommt aber auch keiner drauf, C einzunehmen, oder? Irgendwie... Die zwei Typen, da sind sehr klug. Die fahren da komplett in den Gegnerspawn lieber rein. Props an sie. Und der M10, ja. Findet seinen Spot wichtiger als das ganze Match. Gut. Wo auch immer der jetzt herkam. Einen Freund, ich hoffe mal nicht. Nö. Ja, ich glaube, das geht sich gar nicht mehr aus mit der Runde, dass ich den Punkt einnehme noch. Die Runde, die haben wir sowas von gewonnen. Geht sich noch ein Kill aus? Ist da noch irgendwer unterwegs? Hier schaut nicht so aus. Schaut echt nicht danach aus. Nö, das war's mit der Runde. Was auch immer die zwei da drüben machen. Keine Ahnung. Nee. Ich hätte gedacht, ich könnte da vielleicht hinschauen, aber... Die Gegner haben noch B eingenommen. Die wollen das wirklich noch gewinnen. Okay, das sind jetzt zwei Gegner schon dort. Die werden safe zu mir kommen. Entweder zu mir oder dann nach A. Aber ich glaube eher zu mir. Okay, wir haben gewonnen. Gut. Verstehe nicht zwar wie, aber der Punkt war nicht, der war noch nicht eingenommen, das meine ich, aber gut. Ein Laufwerk noch bekommen für den. Für den KV-1. Ja, die Muni weiß ich nicht. Die 3mm finde ich sind auch recht unnötig. Keine Ahnung, hab die noch nie benutzt. Im Canon. Bei keinem Sowjetpanzer meine ich. Aber ja, das war der T-34-57 eigentlich. Wenn er euch gefallen hat, lasst es mich vielleicht wissen mit einem Abo. Im Kommentar, einem Like, würde mich sehr freuen. Nochmals vielen lieben Dank an dich, Nahkampf-Hugo, für den Kommentar eben und für den Vorschlag dadurch. Könnt mir immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Einen bestimmten Panzer, eine Challenge, was auch immer, irgendwas, würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen, ja, erfolgreichen Tag halt. Ciao.